Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ich werde jetzt weiterhin Stroh einsammeln. Und zwar hier auf Feld Nummer 21. Das machen wir den Rest, das machen wir gleich mal alleine. Und dann werden wir das Stroh gleich mal ja, im Lager einfahren bei den Schweine. So, VW, sammeln. Ja, Stroh haben wir reichlich. Aber ob wir alles gebrauchen können, eher unwahrscheinlich. Ein bisschen sammlicher noch, ein bisschen wird noch geholt mit Ballen, also Feld Nummer ja in der 50er irgendwo, ne? Ist ein großes Feld, ich glaube 50 sogar. Da muss noch die Ballen geholt werden. Da muss dann da gepflückt werden, das kann man auch so bald hier noch nicht anfangen. Aber hier. Die Mu. Ja, und ja, dann muss man weitersehen, ne? Feld 12 dumm ich gerade, da will ich mein Experiment wagen. Und zwar will ich gleich, nachdem gedüngt wurde, dort gruppen. Um im weiteren Verlauf gruppen. Nach dem Gruppen nochmal düngen. Ich hatte irgendwas vorgehabt vor einer Woche. Dass ich die Düngerstufe mit einmal fertig kriege. Und jetzt haben wir ja. Ne, dann könnte ich die Aussaat machen. Extra dünn nochmal brauche ich nicht. Sei denn, es kommt kalt drauf. Also. Welche nach den Gruppen entsprechend die Aussaat machen mit der zweiten Düngerstufe. So, ach, so ein Schwein wollte ich fahren, ja gut. Kuhstall kommen wir bestimmt nicht rein, das ist der Anhänger so groß. Ja, aber so langsam hell, ne? Wir haben ja Sommer. Ich muss mal sehen, dass ich noch ein bisschen Silage im globalen Markt reinbekomme. Von den Bahnen. Die brauche ich in Thüringen. Mit dem globalen Markt klappt es noch nicht richtig. Ob es an den globalen Markt nicht der Gefäß gebaut ist. Ich werde jedenfalls mal versuchen, dort einen eigenen zu errichten. Und den mal testen. Das werde ich mal morgen oder übermorgen machen. Wenn es am Dahn liegt am globalen Markt. Ach, es gab hier ein Update. Hier. Ah, muss ich ja die Pumpen wieder umbauen. Update deswegen. Zwar bei den Kühen. Wegen Milchverkauf. Den Wassermod hier. Deswegen ist gerade das Gestänge für Wasser wieder draußen. Aber das ist halt nicht so wichtig. Die Tiere haben heute genug. Wir machen hier eine kleine Umwandlung, hier machen aus losem Stroh ein paar Ballen, das geht. Und genauso können wir hier loses rausnehmen oder auf Ballen, ne? Das ist so wie man es haben möchte. Ich möchte mir auf Feld 12, könnte man Raps auch sehen. Theoretisch könnte man, muss nicht, aber könnte. Jo. Weil die Ernte mit Getreide ist eigentlich durch. Ein Tag. War nicht viel. Aber wir müssen mal sehen, dass wir jetzt demnächst ja, Felder kaufen. Konto um. Das leichte Minus. Ich habe das im globalen Markt eingekauft. Wollte was probieren, was testen. Ob es daran liegt, aber daran liegt es nicht. Ich glaube, liegt eher daran. Der normale globale Markt hat jetzt mehrere Punkte, wo man was rausnehmen kann. Also flüssig, fest und sagen wir die Sachen wie Hackschnitte zum Beispiel und Stroh kommt hier vorne raus und vorne das Getreide. In Thüringen kommt alles wie ein Rohr, also ist das Feste jedenfalls. Flüssige ist gerade auch extra. Und das vermute ich mal ganz stark, dass daran liegt, dass er den bei der Auswahl Fehler verursacht. Ob es daran liegt, spekuliere ich mal jetzt ganz kurz, weiß ich nicht genau. Aber da habe ich den Verdacht. Muss ich mal sehen, dass ich da jetzt im globalen Markt selbst aufstelle und den nutze. Was ich auch machen könnte, ist es, dass ich da nur eine Sache einkaufe und dann bei mir ins Lager fahre. Das könnte ich auch tun. Im Prinzip jetzt die Sachen, die jetzt doppelt drin sind oder vierfach, also Dünger, Saatgut, ja, Saatgut, Mischfutter und was war noch? Stroh. Dass ich die dann entsprechend nur mal einmal reinbringe. Ja, also
Also entsprechend eine Sache ein bisschen Mengen kaufe und dann in mein Lager bringe, ob es dann auch Abstürze gibt, wo aus dem Menü herauskomme, muss ich mal schauen. Dann müsst ihr gleich ein Fahrzeug klar machen zum Gruppen. Gruppe habe ich euch auch da. Und wenn nicht, muss man einen kaufen oder einen ausleihen. Ja, verkaufen können wir heute noch Milchprodukte, Bier, ja, zum Beispiel Fleisch, vielleicht auch auf Zementwerk noch was, einiges, ne? Mal gucken, dass ich da was umstelle in der Produktion, also Ziegel und so. Bei der Brücke brauche ich ja nichts mehr. Die müsste ja eigentlich schon fertig sein normalerweise. Bin jetzt schon eine ganze Weile nicht da gewesen, weil ja, ich wollte erst Feld 66 kaufen, so mein Plan, aber da hat ja der Bauer hier alles verdorren lassen, ne? Das ist aber eher mein Fehler, weil ich ja in der letzten Saison den Geomod getauscht habe, mittendrin tauschen, ist nicht gut, sollte man nicht tun, im Winter kann man es machen, wenn Wachstum eh von vorne beginnt, ne? Da ist das Risiko nicht ganz so groß. Was machen wir den Rest? Unterflügen? Ja, ich glaube schon. Wir haben so viel. Ich werde jetzt gleich mal noch einen Dünger nehmen. Düngersteuer. Und jetzt sammle ich auch noch Stroh ein vom Feld 1. Der eine Fahrer da. Jo. Dann haben wir genug Stroh. So. Ach, so ein Schweinehund wollte ich fahren, stimmt ja. Ja, Aussaat, Raps war geplant und zwar 05 und 06 im späten Sommer oder 01, 02 im frühen Herbst. Da musste Raps in die Erde. Da haben wir ein bisschen Zeit. Ich muss mal sehen, dass ich ganze Stroh jetzt eingesammelt kriege. Und den Rest als Ballen, dass die da nicht im Weg stehen. Ne? So, wenn wir gleich mal Düngefahrzeuge klar machen. Ja, die Pumpe stört ein bisschen, aber gut. Ein Ballen, die beiden Ballen, die können da stehen bleiben. Die stören nicht. Obwohl, die stören schon. Sind beim nächsten Regen sind die weg. Obwohl ich Regen jetzt hier noch nicht sehe. Vom Wetter her. Aber man weiß ja nie, ne? Verschenke ja auch nicht so gerne was. So, rein mit dir. Und weg. Das Lager ist auch schon gut gefüllt, also von daher. Wir brauchen keinen Strom mehr. Wir haben so viel im globalen Markt drin eingefahren. Muss ich mal sehen, dass ich da. Der könnte eigentlich repariert werden, aber erstmal düngen wir jetzt die Felder 15, 2, 3. Da wo ich jetzt Raps vorhabe einzusehen. Die Fruchtfolge besagt ja, dass ich da, wo jetzt Getreide war, eine andere Frucht einbringen will. Also außerhalb vom Getreide, ne? Das ist der springende Punkt. So, wo sie immer stehen. Hier könnte man einen guten Platz nehmen, ne? Hier könnte man eine Halle hinbauen, theoretisch, ne? Theoretisch. Ach, hier, das ist der Milchverkaufspunkt. Das ist neu. Das ist, soll ich sagen, kann man sich die Milch automatisch verkaufen zum besten Preis. Das persönlich brauchen wir ja nicht, weil wir ja Platz haben wegen uns hier. Ah, da, ja, nee. Platz, keine. Kein Platz. Dann stellen wir das mal hier in der Reihe. Außerhalb des, ja, der anderen Fahrzeuge halt, ne, wo Autoreif fahren könnte. Aktuell fährt ja kein Autoreif auf Kurs. So. Da war ein Traktor am Düngerstreuer dran, ne? Den nehmen wir auch.
Das wäre ja Blödsinn, wenn wir echt umrüsten würden und dann wieder neu etc. Ne? Das ist eigentlich Kalk. Kalk war glaube ich auch Feld Nummer. Fangen wir an auf Feld 1. Feld 1 ist noch dünn, aber schon gesammelt. Na, dann geht's nicht. Dann werden wir auf Feld Nummer 15 anfangen. Diese Dünge haben wir noch. Da muss ich noch Dünger in den globalen Markt reinbringen. Das können wir gleich tun. Das brauche ich für Thüringen. Da steht die große Aussaat an. Und Dünger. Ich habe ja viel Getreide von da hierher verkauft. Das Geld muss ja wieder zurücktransferiert werden. Ne? Also Thüringen hat gut verdient dabei. Da werden wir jetzt hier ein bisschen Retour schicken an Finanzen. So, zwei Vorgängerbahnen. Das kann man generieren. Da kann er arbeiten. Zurück. Einstellen. So, speichert. Wie gesagt, hier glaube ich muss Kalk rein. Und da muss gepflügt werden. Und da muss ich mal eine Ballen sammeln. So. Wir haben noch ein Fahrzeug. Im Hof. Na, wir haben viele Fahrzeuge, ne? Ja, die Aussaat, ja, dauert ein bisschen. Mal gucken, LKW ist da. Ich muss ja sehen, dass ich jetzt, bevor ich das vergesse, Dünger verkaufen und auch Saatgut. Wir nehmen gleich mal den nächsten Traktor. Aber kein Kalk. Da können wir auch einen anderen zur Not nehmen. Aber noch aktuell haben wir noch kein Wachstum drin. Also unser sag schon. Hopfen ist noch lange nicht so weit. Ist aber schon ausgedüngt. Die Rüben sind auch gedüngt. Ist noch nicht so weit. Ja, Geld verdienen. Zuckerfabrik wäre eine Option, ne? Theoretisch. Im Reich für 2. Dann können wir uns hier drum kümmern. So. Kursgenerierung. Feld 2. 2 und Action. Lass ihn arbeiten, ne? Dann ja, hoch zurück. Na, nicht zurücksetzen. Einsteigen. Versuchen. Gut, da ist der Anhänger, den blauen, den können wir gleich mal gucken wegen Dünger für, ich denke mal, zwei Fahrzeuge, die Dünger nicht reichen. Das wird eh bald die Meldung kommt, dass LKW, den weißen. So. Ausklicken und gleich rüberschicken, dass wir Dünger kaufen können, also heißt kaufen für unseren Produktion. Rausnehmen und Mist haben wir noch drin, Gülle wahrscheinlich auch noch genug. Ja, erstmal ausreichend, sagen wir so. Ne? Brauchen nicht dringend was. Gucken wir uns kurz. Komisch aus. Steht der Bursche? Die Geräusche sind zu hören. Der was arbeitet. Kann sein, dass er nicht arbeitet. Das sind Starten müssen. Das ist äußerst ungünstig, wenn er nicht arbeiten würde. Wo kommt man hier ins Menü? Vorne vielleicht, ne? Ja. So, an, aktiv. Das ist gut. Gut, aber 50.000 können wir auf jeden Fall gebrauchen. Später können wir noch was nachladen.
Oder wir holen mal Saatgut. Saatgut haben wir da auch. Kann ein bisschen arbeiten. Hier ist alles. Ja, Dünger. Alles weg, ne? Kein mehr da. So. Kann ja nicht genau sagen, wie viel da drin ist. Ich kann sagen, es ist nicht drin, nicht viel drin. Ach, okay. Null. Gut, das werden wir erstmal reinbringen im globalen Markt. Das war ja richtig super. Dann holen wir uns gleich mal Getreide aus dem Lager. Wir hatten ja Weizen mehr als genug. Oder Mais, ist ja egal, Hauptsache Saatgut. Dann geben wir noch ein bisschen Dünger dazu. Ungünstig, ne? Ja. Aber so ist das dann Produktion nicht mehr. Ah, schafft man nicht mehr alles, ist leider so. Dann können wir gleich mal was reingeben im bei der Produktion, da ist auch nicht mehr viel drin. Brauchen wir in Thüringen sehr viel von dem Zeug. Dann können wir letzte Folge entsprechend nachher umdisponieren, kann man sagen. Ne? Dann kippen wir jetzt die Dünger hier rein. Sehe nichts. Dieses Grünzeug wächst so doll, ne? Aber das brauchen wir ja auch. So. Wir haben ja erst einen. Im Prinzip hier ist der zweite ungünstig. Vielleicht geht er sogar. Ah, es geht, haben Glück. Kippen wir da ab. Und dann holen wir uns gleich mal Saatgut. Saatgut, nachdem wir den Dünger abgekippt haben, den Saatgut abgekippt haben, holen wir uns im Lager entsprechend Sachen, die wir so nicht gebrauchen können. Ich denke mal, Trikale oder was auch gehen würde, wäre Mais oder sowas. Vermehrungsgras habe ich noch nicht. Komme ich auch nicht zu. Einfach zu wenig Felder. So. Jetzt fahren wir zum Lager. Und dann sagt man schon mal tschüss. Ciao, ciao. Geht's in der nächsten Folge weiter. Ja. Hier unterm Arsch, ne? Und noch schönen Dank fürs Reinschauen. Und schönen Dank fürs Liken. Und fürs Abonnieren und fürs Kommentieren. Ne, wäre schön, wenn der eine oder andere mal das machen würde. Denn ich möchte ja gerne ein bisschen wachsen. Ich sage trotzdem mal Dank für alles. Dann mal tschüss, ciao, ciao. Bis dann und tschüss.